Tag Leute und willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines und hier ist unser Küstengebiet. Sieht doch schon echt schön aus, oder? Ich finde das echt nicht schlecht. Es wird auch so langsam hier voller. An der U-Bahn-Station siedeln sich die Leute jetzt schon an hier hinten. Das ist schon echt ein großes Gebiet. Mit Leuten, da lohnt sich dann jetzt auch schon die Buslinie. Bei der U-Bahn kann ich natürlich jetzt auch hier schon mal den Tunnel. Obwohl ich weiß ja noch nicht, wie ich das verbinden möchte. Deswegen lasse ich das erstmal. Und verbinde hier gar nichts. Richtlinie haben wir noch nebenbei noch gar keine verhängt. Recycling. Damit die hier nicht mehr so viel Müll produzieren. Ich hoffe, dann funktioniert das da auch wieder. Es bewächst sich langsam, deswegen möchte ich hier mal gucken. Was ich habe schon die höchste Stufe, habe ich sogar schon. Stadion. Und das kostet 200.000, das kann ich mir noch nicht leisten. Wäre aber echt cool. Turm der hohen Zinsen. Ist okay. Freiheitsstatue. 10.000 ganze Leben in der Stadt gelebt. Was zum Henker? Füllen Sie 7 Instanzen von Friedhof. Also auf jeden Fall richtig. Industriegebiet. 30.000 Quadranten gebaut. 15.000 Kinder in Grundschulen. Apropos Grundschule. Grundschule. Die sind natürlich jetzt nur hier oben, ne? Hier unten würde dann natürlich einer auch mal nicht schaden. Dann baue ich doch gerade mal eine hin. Grundschule wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Die ganzen Grundschüler. Habe ich das jetzt auch neben die Haltestelle direkt gebaut. Das ist ja fast, als hätte ich es so gewollt. Aber habe ich es gar nicht mehr so gewollt. Jetzt wird der Polizei aus. Sogar hier unten ist niedrig, obwohl da in der Nähe überhaupt keine Polizeiwache ist. Wir haben noch eine einzige mickrige Polizeiwache und das reicht für die ganze Stadt. Das ist ja echt nicht schlecht. Feuerwehr. Würde ich hier gerne eine hinbauen. In den Mittelbereich dann. Wenn der dann mal existiert. Durchschnittsgesundheit ist ganz gut. Und da passt das und hier ziehen sie alle aus, ey. Überlegt mich, ob ich das hier wegreiße und da überhaupt. Obwohl die ja wahrscheinlich auch keinen kriegen würden. Wahrscheinlich müsste ich das alles wegreißen und dann stattdessen da halt Wohngebiete und Bürogebiete und alles zusammenklatschen. Spitzenbanking. Damit das dann alles passt, weil hier mittendrin bringen sie ja alle ihre Arbeiter. Deswegen mache ich das auch, glaube ich. Und sammelt hier erstmal das Erzzeug weg. Und wohnen die zwar direkt neben der Mülldeponie alle. Das Erzzeug hat ja genug Arbeiter. Die Agrarindustrie findet keine Arbeiter. Aber die wollen halt echt auch nur die schlechtesten. Ach du meine Güte. Was passiert denn hier gerade? Das staut sich ja zurück. Das ist ja nicht mehr feierlich. Da brauche ich eine neue Abfahrt.
wie ich dann eine neue Abfahrt brauche. Aber ich sehe gerade, die wollen neue Industrie, also gebe ich ihnen neue Industrie. Und die wollen neues Gewerbe, also gebe ich ihnen neues Gewerbe. Erstmal hier vielleicht. Das Gewerbe weg. Ungefähr so. Und dann das auch noch weg. Dann hier neues Gewerbe. Das mal noch weg und baue da dann noch Bürogebiete hin. Obwohl, ne, hier kann noch Gewerbe hin. Gewerbe. Was ist denn eigentlich hier unten? Was habe ich denn da ausgewiesen? Dann mache ich da mal so einen kleinen Schnitt hier rein. Bau da dann noch ein bisschen was Büromäßiges. Das kann auch noch weg. Da kommt dann überall Büro hin. Gut. Es wird doch so langsam, es wird doch so langsam. Nicht genügend Kunden. Ja, jetzt kommen hier ein paar Kunden hin noch. Dann werdet ihr auch genügend Kunden haben. Ich kann schon mal die Leitung hier abreißen, weil die finde ich echt nicht schön. Die Stromleitung da. Obwohl eigentlich weg muss. Ist auch noch weg. Und du kannst auch noch weg. Das muss erstmal noch stehen bleiben. Wasserkraftwerk. Das kann ich hier leider nicht an den Fluss bauen, weil dann wird der Fluss überflutet. Schade, aber wahr. Das könnte ich vielleicht hier hinten hinbauen. Vielleicht kann ich das, wenn ich das mit Kais begrenze. Vielleicht geht das dann ja. Das probiere ich jetzt mal aus. Was haben die da? Geringer Bodenrichtwert, denke ich mal, ne? Geringer Bodenrichtwert, ja. Da lebt ja überhaupt keiner drin. Aber die haben trotzdem. Die wünschen sich einen höheren Bodenrichtwert. Guck ich mal, was haben wir denn hier noch so? Na, hier gibt's nichts. Baue ich euch mal einen Park mit Bäumen. Nö, wenn die das nicht möchten, dann halt nicht. Warum liegen hier Stromleitungen? Kann das vielleicht mal einer erklären? Warum habe ich denn hier Stromleitungen hingebaut? Das check ich nicht so gut. Verstehe ich jetzt gerade aber nicht. So, also ich wollte mit den Kais gucken. Die waren ja hier und dann. Da. Wenn ich da jetzt einen Kai hinbaue. Hochwassermauer. Wenn ich jetzt eine Hochwassermauer ziehe und da auch. Kai, mit Kais können sie. Schön abrunden. Kais sind im Prinzip an der Küste gebaute Betonmauern zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten und Gebietsabgrenzen in Wassernähe. Ne, dann baue ich so eine Hochwassermauer hier hin. Dann
könnte ich ja theoretisch da eine neue Stromproduktion ansiedeln. Mit dem Strom, das wird langsam eng. Und der bringt 120 und der bringt 1600, das ist halt kein Unterschied. Kann man nicht vergleichen. Deswegen baue ich jetzt hier mal eine Hochwassermauer auf jeden Fall hin. Höhe zu hoch. Was heißt denn jetzt Höhe zu hoch? Ja, ich weiß, dass ich einen Bahnhof bauen kann. Brauchst du mir nicht erzählen. Also kann ich hier keine Hochwassermauer hinbauen. Das ist ja voll unfair. Kein Bau auf Wasser möglich. Hier kann ich nur Hochwassermauer hinbauen. Güterzugbahnhof. Ja, 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 ich weiß. Naja, dann halt keine Hochwassermauer. Und die brauchen Strom. Dann schließe ich euch mal kurz an, Leute. Das ist ein Ruhrgebiet, ne? Das ist das Bürogebiet. Was ich da mal dazwischen gehauen habe. Und ich glaube, ich setze den Plan jetzt mal in die Tat um und haue das Industriegebiet weg. Nicht genügend Treibstoff, da fängt es mit. Ach, das ist das Ölkraftwerk. Ja, wo ich die hinbaue, ist dann natürlich auch die Frage, ne? Ist dann natürlich auch die Frage. Aber ich kann die doch auch umsetzen, ne? Ja, genau, das kann ich. Dann überlege ich. Umzugskosten 500, sehr schön. Das dann mal nach da. Muss ich das natürlich wieder anschließen. Der Stress. Das auch. Strom haben sie ja. Und dann setze ich das Abwasser auch noch um. Das hat den Anschluss. Und das dann einfach mal daneben. Die sind jetzt beide angeschlossen schon. Der Strom ist. Jetzt wieder. Bräuchte ich sowieso nicht, weil da oben sowieso was gesetzt ist. Aber naja. Die Schuhe weg. So, dann möchte ich das hier jetzt mal ausprobieren. Ich brauche. Dann setze ich daneben und mal so eine Hochwassermauer. Hochwassermauer vor, falls es überfluten sollte. Eine neue Produktion von Energy. Das ist da auch noch die Mauer. Habe ich die Teile da jetzt ein bisschen eingegrenzt. Ich hoffe, es funktioniert so. Der Mauer. Und dann jetzt hier das Wasserkraftwerk.